Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr Plexiglas formen könnt. Dazu benötigt ihr einfach nur einen Heißluftföhn und eventuell eine oder zwei Platten. Ihr könnt natürlich auch einen Bunsenbrenner verwenden, aber ein Heißluftföhn eignet sich dafür am besten. Ein normaler Haushaltsföhn eignet sich dafür nicht, da er sich nach kurzer Zeit ausschalten würde. Ihr entfernt die Schutzfolie von der Seite, die erhitzt wird. Und dann legt ihr einfach eine Arbeitsplatte oben drauf. Zur Hilfe könnt ihr das Ganze dann festschrauben. Dann schaltet ihr den Heißluftföhn an und geht mit gleichem Abstand ca. 10 cm immer nach links und nach rechts. Nach einiger Zeit wird ihr merken, dass sich die Plexiglasscheibe verformt. Sobald das Plexiglas verformbar ist, könnt ihr es in die richtige Position biegen. In dem Fall nehme ich ein Brett zur Hilfe. Ihr könnt das natürlich auch per Hand biegen. Dann, nachdem das Plexiglas abgekühlt ist, könnt ihr die andere Schutzfolie abziehen. Die habe ich noch drauf gelassen, damit keine Kratzer dann entstehen. Wer mag und etwas Zeit hat, kann sich natürlich auch Schablonen dafür bauen. Zum Beispiel zwei USB-Platten zusammenschrauben, dass sie 90 Grad Winkel entstehen, und dann könnt ihr die warme Plexiglasplatte zurechtbiegen. Oder ihr sägt euch verschiedene Rundungen aus und biegt dann die Plexiglasplatte darauf dementsprechend. Und wenn das Ganze einmal abgekühlt ist, könnt ihr das dann nicht mehr verformen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hier unten rechts habe ich euch nochmal ein Video verlinkt, wie ihr Plexiglaskanten polieren könnt. Und links seht ihr, wie ihr Plexiglas zuschneiden könnt mit der Bosch Mini-Handkreissäge.